So Leute, willkommen zurück bei Dolina Zombie. Letztes Mal haben wir mit Chat geredet, haben es in die Burg geschafft. Jetzt reden wir mit Chat zu Ende. Welche Zutaten brauchst du? Hauptsächlich Pflanzen. Warum fragst Ich du? hab die gerade alle Ich gefressen. schätze, ich bin der mutige Kerl, der bereit ist, dir die Zutaten zu bringen, die du brauchst. Du willst was? Du würdest einfach dein Leben riskieren, um mir Pflanzen zu bringen? Würdest du mir im Gegenzug auch etwas geben? Vielleicht Tränke? Ich habe dir bereits gesagt, wie es um Tränke steht. Aber gut. Bring mir 5 Heilpflanzen, 5 beruhigende Kräuter und 3 Seehafis. Daraus kann man 10 Tränke brauen. Ich werde dir 2 geben. Ich habe genug Zutaten, um sie für dich vorzubereiten. Wie groß bin Einverstanden. ich? Du wirst deine Pflanzen bald bekommen. Schau dich im und um das Lager nach ihnen um. Dort wirst du eine Menge davon finden können. Wenn ich die Pflanzen selbst fressen würde, würde es vermutlich mehr bringen. War auch schön, dass ich direkt schleichen kann am Anfang. Was ist los? Leg dich pennen. Ich schleiche dir hier gleich deine Truhe ab. Ja! Was für... Hä? Wieso brenne ich? Du greifst mich an, du Genie. Ach, da hast du noch mal Glück gehabt. Was soll der Scheiß? Kann ich da mal... Kann ich verarschen? So, wenn ich nicht irre, waren in den Truhen hier im Original sehr viel Trankzeug und so drin. Krasse Amulette. Erz, wie schön. Wein gut. Mana-Trank, okay. Deswegen ist halt, ich spiele ja kein Magier mehr, ne? Wir werden hier vermutlich einen gemischten Charakter spielen. So von allem ein bisschen, glaube ich. Links. Rechts. Rechts. Verkacken. Immer an derselben Stelle auch noch. Naja, immerhin etwas. Immerhin etwas bekommen. So. Na du? Torres? Sei gegrüßt. Handeln. Sehr schön. Hallo Magier. Was möchtest du? Wer bist du? Mein Name ist Torres. Und ich würde es begrüßen, nicht gestört zu werden. Warum? Bist du etwa beschäftigt? Ich bin einfach schlecht gelaunt. Wegen der Seuche? Nicht nur deswegen. Gomez hat vor kurzem meinen gesamten Vorrat an Tränken beschlagnahmt. Er behauptet, sie seien für den Fall, dass wir die Untoten angreifen werden. Aber ich sage dir, dass niemand hier sein Leben riskieren wird, um gegen die Toten zu kämpfen. Vor allem wegen ihrer schieren Masse und der Tatsache, dass sie von Tag zu Tag mehr werden. Ach, wenn ich doch nur zumindest einen bestimmten Trank zurückbekommen könnte. Von welchem Trank sprichst du? Er nennt sich Trank der Vision. Dank ihm kannst du einen Zustand einnehmen, der dir Dinge zeigt, die noch geschehen werden. Allerdings ist er nicht perfekt. Es kann vorkommen, dass die gesehenen Dinge nicht eintreffen. Warum brauchst du diesen Tank? Ich würde ihn gerne bald benutzen. Okay. Ich könnte versuchen, ihn für dich zurückzuholen. Tatsächlich? Ich würde dich reichlich belohnen. Eine Idee, wie ich ihn bekommen kann? Du wirst ihn wohl stehlen müssen. Eine andere Methode fällt mir nicht ein. Ich denke, Diebe werden hier hart bestraft. Ja, aber ich vermute, Thomas würde den Verlust des Tranks nicht einmal bemerken. Sie haben sich die Ware nicht einmal genau angesehen. Seine Lakaien haben sie einfach direkt in den Lagerraum gebracht. Bring ihr den Trank der Vision. Ich bitte dich drum. In Ordnung, ich werde versuchen, dir zu helfen. Wo ist der Lagerraum? In der Schmiede gibt es eine Tür. Direkt neben Skip. Dort befindet sich der Lagerraum. Der Schlüssel ist in Skips Besitz, also musst du ihn irgendwie abnehmen. Aber wie? Wie jeder da ist, trinkt er gerne. Da Bier aber in letzter Zeit knapp geworden ist, wird ihn das Angebot von ein paar Flaschen mehr als überzeugen, seinen Posten zu verlassen für eine kurze Pause am Lagerfeuer.
Verstehe. Viel Glück und denk daran. Sei vorsichtig. Gut. Erstmal mit den Magiern quatschen. Corusto hatten wir schon, ne? Fehlt noch Rodriguez. Hallo, Freund. Wer bist du? Mein Name ist Rodriguez. Ich bin ein Feuermagier und du offensichtlich neu hier. Stimmt, ich bin gerade erst angekommen. Es ist selten, dass sich jemand Neues uns anschließt. Gomez nimmt nur ungern Überlebende von außerhalb der Burg auf. Meiner Meinung nach sollte jedem geholfen werden. Was machen die Magier also jetzt? Meister Corusto versucht, die Ursache dieses Ausbruchs zu ermitteln. Aber das ist viel schwieriger als gedacht. Bisher haben wir keine neuen Erkenntnisse. Lamarok, unser Alchemist, kümmert sich zusammen mit diesem Quacksalber um die Kranken. Kranke? Ja, das sind die Leute, die von Zombies gebissen wurden und nicht immun gegen die Seuche sind. Wenn du dich mehr dafür interessierst, sprich mit Damarok. Abgesehen davon macht dir niemand etwas Besonderes. Es kam alles so schnell. Musik sehr laut zwischendurch. Sind das hier alle Magier im Minental? Es gab noch einen weiteren. Er hieß Milton. Er war draußen in der Umgebung, um nach einem Talisman zu suchen. Ich weiß nicht, ob er noch am Leben ist. Aber ich fürchte nicht. Okay. Nehmen wir an, ich darf mir hier nicht Sachen einverleiben. Ist die Musik gerade so laut? Ist ein bisschen belastend. Also. Es bleibt so laut. Was ist denn da los? Mal kurz. Wo kommen die Bäume her? Die sind immer neu, oder? Five Fingers. Deep. Lass mal reden. Fingers. Okay, Fingers mag ich nicht mehr. Dann, ich nehme mal an, okay, entweder mein Rest mit Lagerraum. Oder hier ist halt. Hier saß der Arsch, der uns zum ursprünglichen aus dem Maul geht an der Wasserstelle. Die ich getötet habe. Ja. Hi. Wer bist du? Was ist? Bei mir nicht schlecht überlegt. Gelaunt? Wundert es dich? Hörst du nicht die ganzen Zombies da draußen? Mir reicht's. Außerdem habe ich keine Bolzen mehr für meine Armbrust. Ich halte meine Feinde lieber auf Distanz. Ah, so ein Feigling auch noch. Wie viele Bolzen brauchst du denn? 100. Mindestens 100. Ich werde mal sehen, was ich machen kann. Das wird sich zeigen. Was bekomme ich als Gegenleistung? Alles, was ich habe, ist eine magische Spruchrolle. Ich habe sie einmal auf einer Klippe in der Nähe einer eingestürzten Mine gefunden. Abgemacht. Ich werde dir Bolzen bringen. Gut, 100 Bolzen, so. Nimm es halt keine Fernkampfwaffen, wird also was sein, was ich durchaus ansammeln kann mit der Zeit. Dietrich, perfekt. Hammer, perfekt. Ich würde die Säge dann nehmen, die geht für mich. Wir haben wieder einen Dietrich, Leute. Hallo? Ach du Scheiße. Ein Neuer, wie ist dein Name? Was kümmert's dich? Hör mal. Du kannst froh sein, dass du nicht vor ein paar Wochen in der Kolonie gelandet bist, sonst hättest du für so einen Spruch sofort den Kopf verloren. In dem Fall sollte ich froh sein, dass hier die Hölle ausgebrochen ist, die die restlichen Überlebenden dazu zwingt, zusammenzuarbeiten. Ja, dein Glück. Genieße es. Nenn mich Bragus. Und du? Wer bist du? Mein Name ist Chekal. Wie du sehen kannst, bin ich ein Gardist. Was hast du vor der Epidemie gemacht? Abgesehen davon, dass du Wache schiebst, warst du nach deinem Aussehen zu urteilen kein gewöhnlicher Gardist. Warum? Wegen meiner Rüstung. Abgesehen davon, dass ich Butler bewachte, sammelte ich zum Schutz Erz von ihnen ein. Das war's. Ich habe diese Ausrüstung nur, weil ich lange genug hier bin. Und wegen meinen guten Beziehungen zu den Erzbaronen. Warum gibt es hier keine Butler? Echt jetzt? Rate mal. Jemand musste doch geopfert werden, damit die anderen in die Burg fliehen konnten. Es ging sehr schnell. Als die Sonne unterging, fiel mir auf, dass die Gegend recht leer wirkte. Ich patrouillierte um den Torbereich in der Nähe des eingestürzten Turms und des Marktplatzes. Plötzlich hörte ich seltsame Geräusche aus einer der Hütten. Also habe ich nachgesehen. Dann sah ich einen dieser grässlichen Mistkerle, wie er gerade den Händlerfisk zerfetzte. Ich rief sofort Alarm. Und dann begann die Sauerei.
Alle gerieten in Panik. Es stellte sich heraus, dass über Nacht weitaus mehr Menschen gebissen wurden. Es war unmöglich zu erkennen, welche Person noch lebte und welche einer dieser Untoten war. Es war einfach zu dunkel. Anfangs habe ich noch gegen sie gekämpft. Als ich aber von Skati hörte, dass ich in die Burg rennen solle, tat ich das auch. Als ich durch das Lager lief, konnte ich meinen Augen nicht trauen. Überall Leichen. Überall Untote. Ich schaffte es gerade noch in die Burg. Das Tor schloss ich bereits. Hat wirklich keiner der anderen Gardisten etwas in dieser Nacht bemerkt? Frag mich nicht. Ich habe keine Ahnung, warum es so viele Leute in dieser Nacht erwischt hat. Vor allem meistens Butler. Ich will mir aber auch keine weiteren Gedanken machen. Da sollen sich die Feuermagier lieber den Kopf zerbrechen. Wir versuchen auf Dauer, den äußeren Ring vom alten Lager zu clearen. Finger weg! So, hier ist so ein Diebstahl angesagt. Stone, mein Bester! Wie läuft's? Verdammt schlecht. Langsam gehen hier die Stahlvorräte aus. Und Gomez hat angeordnet, bessere Waffen zu schmieden, falls wir gegen Zombies kämpfen müssen. Mich wundert's nicht, denn die Schwerter, die die Gardisten tragen, leisten im Kampf gegen die Toten einen beschissenen Dienst. Wie viel Stahl brauchst du? Ich habe noch weitere 10 Schwerter zu schmieden. Für ein Schwert brauche ich 2 Stück Stahl und Erz. Verdammt, woher soll ich das denn nehmen? Vielleicht befindet sich etwas Stahl im Außenring. Gibt es tatsächlich. Der fette Schmied Wulo hatte welches auf Lager. Aber das wird wohl nichts. Bei Adanos. Warte mal kurz. Du wirst mir den Stahl bringen. Du Arsch. Ich hab's geahnt. Also gut. Bring mir den Stahl. Du bist bestimmt ein Meister darin, vor Zombies wegzulaufen. Da hab ich recht. Na dann auf in den Kampf. Was bekomme ich denn, wenn ich dir 20 Stück Stahl bringe? Wie wäre es mit einem Schwert? Na ganz toll. Ein einfaches Gardistenschwert. Pass auf. Ich schmiede dir eins der besten Einhandschwerter, die jemals gemacht habe. Du Arsch! Ja, warum bleibe ich dir? Jetzt geh meinen Stahl holen. Stolpere nicht beim Weglaufen. Ich werde kämpfen. Mach schon, ich habe nicht viel Zeit. Hier ist... Hallo, wo sehe ich? Verdammt! Warum wächst du mich? Topol. Wer bist du? Mein Name ist Topol. Bin ein Gardist zusammen mit den anderen, wie du siehst. Ich habe früher, ich bewache immer noch die Waffenkammern der Erzbarone. Aber ich finde es inzwischen unnötig. Warum? Wer würde denn hier Waffen stehlen wollen? Warum sollte das jemand tun? Ich kann verstehen, wenn es hier etwas zu essen gäbe, aber Waffen? Jetzt muss ich hier stundenlang herumstehen. Ich weiß nicht, warum Gomez nicht verstehen will, dass das keinen Sinn macht, aber was soll's. Und wer bist du? Ich hab dich hier noch nie gesehen. Mein Name ist Bragus. Ich war Schmied in Korinnes. Hör auf. Du hast den Test von Taurus bestanden? Interessant. Warum interessant? Weil es niemand vor dir geschafft hat. Ich glaube, es gab insgesamt 3 Leute, die in die Burg wollten. Einer durfte bleiben. Nett. Das bereut aber inzwischen wohl jeder. Weshalb? Matt? Er war infiziert. Zum Glück hat Damarok das schnell gemerkt. Geh in den KK, dort ist der kranke Mann untergebracht. Und wer waren die anderen 2 Typen? Ein Jäger namens Drax und Goron. Kona. Verdammt. Ich konnte mir nie die Namen dieser Sektenspinner merken. Ist ja auch egal. Okay. Lass mich mal vorbei. Gut, reden wir mal langsam mit Gomez. Wann flöhen wir Gomez? Gibt's noch Frauen? Die Köche sind nicht mehr da, aber es gibt noch ein paar Geber. Oh! Bier ist selten, Bier ist gut. So viel zum Thema Biernot hier. Schnaps. Oh, Leuchter. Nice Schnaps. Oh, Leuchter. Gehen wir mal zu Gomez. Frauen da? Ja, ein bisschen Frau ist da. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Das ist original. Frau Gomez. Du musst vorsichtig sein, was du sagst. Kannst du mir das beibringen? Kannst du mir etwas beibringen? Ja, ich kann dir zeigen, wie du deine Kampfkraft steigerst. Oh Mann. Oh. Nein, na komm. Ich kann dir nicht. Okay, ich habe kein Level. Komm wieder. Hallo Gomez. Was willst du und wer bist du? Mein Name ist Bragus. Ich bin gerade erst hier angekommen. Noch ein faules Schwein, das durchgefüttert werden will. Taurus sagte das Gleiche.
Das änderte sich aber, als ich seinen Test geschafft habe. Taurus schickt dich also. Was hast du jetzt vor? Ich werde zum Turm des Dämonenbeschwörers gehen und dafür sorgen, dass nicht noch mehr von diesen Untoten auftauchen. Aber dafür brauche ich Ausrüstung, die du mir sicher geben kannst. Möglicherweise habe ich die passende Ausrüstung. Aber glaub nicht, dass ich sie dir einfach so überlasse. Da könnte ja jeder kommen und von sich behaupten, er ginge zum Dämonenbeschwörer. Der Letzte, der so etwas zu mir sagte, liegt tot im Kerker. Wie kann ich dich überzeugen? Erledige ein paar Aufgaben für mich. Es gibt viele Möglichkeiten, dich hier zu bewähren. Wenn du die Wahrheit sprichst, setze ich große Hoffnungen auf dich. Wir haben das Ganze schon zu lange hinausgezögert und irgendjemand muss schließlich zum Dämonenbeschwörer gehen. Ich werde dich überzeugen, dein Vertrauen gewinnen und zum Dämonenbeschwörer gehen. Nun gut. Ich glaube dir. Vorerst, bevor du mit deiner ersten Aufgabe beginnst, beantworte meine Fragen. Ich möchte ein paar Dinge über dich erfahren, denn schließlich bist du jetzt einer von uns. Natürlich. Weshalb wurdest du hier reingeworfen? Für den Mord an dem Mörder meiner Familie. Mein Beileid. Das kaufe ich dir jetzt nicht ab. Nicht in diesem Ton, Bursche. Verstanden. Tut mir leid. Und jetzt das Wichtigste. Was hast du in Corvinus gemacht? Warte mal, ist da eine Frau, die normal aussieht, links von mir? Schade, mein Mann. Ich bin eine Sklavin. Ich war Schmied, ich war Jäger. Manna. Ich glaube, erstmal ist Stärke wichtiger. Ich war ein Schmied. Ich habe schon oft den Schwertkampf trainiert und bin kein kompletter Anfänger. An Kraft mangelt es mir auch nicht. Dann wirst du für uns von großem Nutzen sein, Bragus. Gut, das war alles, was ich wissen wollte. Gut. Kann ich da mal vorbei? Frau, nicht eine Sklavin? Nee, du bist die. Oder so eine kleine. Kann ich da mal vorbei? Kann ich da mal vorbei? Alles ordentlich. Naska? Hallo. Ich habe dich gestern auch getötet in dem Originalspiel. Wer bist du? Sie nennen mich Scar. Du kannst dir wahrscheinlich denken, warum. Ich habe gehört, dass du zum Dämonenbeschwörer gehen willst. Stimmt das? Ja, irgendjemand muss es schließlich tun. Bisher hat sich noch niemand ernsthaft getraut. Ich brauche nur die nötige Ausrüstung von Gomez. Arto. Wer bist du? Was bei Belia kümmert's dich? Ich habe nur gefragt. Ich möchte gerne etwas über die Leute in der Burg erfahren. Weißt du was? Du machst mich wütend. Ich hatte schon lange keine Gelegenheit mehr, jemandem ins Gesicht zu schlagen. Ich nehme an, das war vor der Seuche deine Lieblingsbeschäftigung. Ganz genau. Boah, wir speichern vorher. Dann komm mal her. Dann komm mal her. Zieh deine Waffe, du Klugscheißer. Scheiße, Mann. Darauf habe ich gewartet. Langweiliger Kampf. Beim nächsten Mal bringe ich dich um. Er nimmt sich trotzdem Erzbrocken. Du hast bestimmt nichts dagegen, wenn ich etwas Erz behalte. Tatsächlich nicht, das ist ja nichts wert. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Links.
Todeshauch. Magieschaden 3. Es wird nicht wieder fliegen. Maschallah. Das braucht er für einen Kreis. 5. Oh, schade, aber ich freue mich drauf. Sag nur, das ist mehr als der stärkste Zauber in 1 gemacht hat. Das war jetzt der erste Zauber, den ich bekommen habe. Ich rate, hier ist immer noch nur Schmuh drin. Den ganzen Klamotten. In Teil 1. In Teil 1 war hier nur Müll drin. Die redet sogar. Hallo, können wir reden? Ich sollte nicht. Aber ich denke, dass schon nichts passieren wird. Warum solltest du nicht mit mir reden dürfen? Wir Frauen dürfen nur mit den Erzbaronen reden. Wir sind ihr Eigentum. Wann bist du hier gelandet? Vor ein paar Monaten. Ich versuche nicht allzu viel daran zu denken, was in letzter Zeit passiert ist. Ich hätte niemals gedacht, dass so etwas passieren könnte. Ich lebte früher in der Stadt Korinis. Ich bin die Schwester der Anführerin der dortigen Diebesgilde. Hassia ist ihr Name. Deshalb bin ich auch hier reingeworfen worden. Meine Schwester hasst mich. Warum? Ich war immer das Lieblingskind unserer Eltern. Unser Vater war ein reisender Geschäftsmann. Er brachte mir immer etwas von seinen Reisen mit. Ich war sein Ein und Alles. Kessia zog ziemlich schnell aus dem Haus aus. Unsere Eltern waren vielleicht sogar ganz froh drum. Auch wenn meine Schwester mich nicht liebte. Ich tat es. Auch wenn ich es nie gezeigt habe. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich liebend gern an ihrer Stelle treten. Als unsere Eltern starben, landete ich als Hilfskraft in Kuragons Taverne. Deine Schwester war die Anführerin der Diebesgilde? Warum ist da nicht sie in der Barriere, sondern du? Eines Nachts, als ich von der Taverne aus zu meiner Hütte im Hafenviertel der Stadt zurückkehrte, wurde ich von zwei Typen überfallen. Soweit ich mich erinnern kann, hieß einer von ihnen Attila. Ich wollte die Wachen rufen, aber sie haben mir die Hand vor den Mund gehalten. Ich erinnere mich noch ganz genau an diesen Moment. Sie sagten dann, sie ist es nicht. Das ist nicht diejenige, die wir suchen. Daraufhin sagte Attila, dass ich ein überflüssiger Zeuge sei und man mich loswerden müsse. So habe ich auch seinen Namen erfahren. Sie planten einen Angriff auf eine ganz andere Frau. Mein Leben wurde nur durch mein Amulett mit unseren Familienwappen gerettet. Cassia hatte ein identisches. Das haben die beiden bemerkt und brachten mich in ihr Versteck. Nach Jahren sah ich das erste Mal wieder meine Schwester. Ich sah den Hass in ihren Augen. Ich glaube, sie hätte mich getötet, wäre ich nicht ihre Schwester gewesen. Am nächsten Tag holte mich die Stadtwache aus Kuragons Taverne ab. Das war das letzte Mal, dass ich den Wirt sah. Sie verhörten mich und wollten von mir wissen, wo sich das Versteck der Diebesgilde befindet. Ich habe nicht ein Wort darüber verloren. Das konnte ich meiner Schwester trotz alledem nicht antun. Es war mir egal, was sie mit mir anstellen würden. Und so bin ich hierher gelandet. Sie warfen mich in einen dunklen Kerker, geschlagen und abgemagert. Wenn Gomez nicht gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich dort drin gestorben. Ich wurde mit der nächsten Lieferung von Waren aus Korinis hierher geschleppt. Als Austausch gegen magisches Erz. Eine bewegende Geschichte. Du erinnerst mich an meine Tochter. Wie bist du denn hier gelandet? Wegen Mordes. Ich habe den Kerl getötet, der mich meiner Familie beraubt hat. Das tut mir leid, wirklich. Wie war der Name deiner Tochter? Clara. Ich werde zu Innos für sie beten. Du bist gläubig? Und ob. Mein Vater war sehr gläubig und ist mit mir schon als Kind ins Kloster gegangen, um zu Innos zu beten. Ah, tut mir leid. Ich habe gar nicht nach deinem Namen gefragt. Ich doch auch nicht. Ich bin Velaya. Mein Name ist Brares. Halte durch. Es wird bestimmt bald vorbei sein. Oh Gott, der Dialog ging so lange. Ich wollte Let's Play schon die Folge lange beenden. So Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Dolina Zombie.